Saki Fuwa ist nun endlich da, eure Ice Queen. Doch nun ist die Frage, ist sie worth und mit welchem Team soll ich sie spielen und welche Matrizen braucht sie und das jeweilige Team. Am Ende des Videos habe ich sogar noch einen extra Tipp für euch, wie ihr euren Schaden mit Saki sogar verdoppeln könnt. Ich habe alle Antworten für euch, schaut doch gerne auf meinem Twitch vorbei, wenn ihr Fragen habt, da kann ich euch immer alles live beantworten. Meine Quellen für dieses Video sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Saki ist vom Element Eis und hat die Schildresonanz. Sie hat einen Shadow-Wert von 13,9. Sie soll damit allerdings einiges besser im Zertrümmern sein von Schilden als Meryl, da Saki viel, viel schneller angreifen kann. Und sie hat einen Charge-Wert von 8, was auch recht viel Aufladung bringt. Dazu hat Saki genau wie Frigg eine Frostresonanz, womit sie alle Eiswaffen im Team einen Buff von 15% Frostangriff gibt und 25% Frostwiderstand. Da sie vom Elementtyp Eis ist, hat sie wie die anderen Eiswaffen auch den Eispanzer. Was bedeutet, dass wenn die Waffen vollgeladen sind, sie die Ziele beim nächsten Angriff für 2 Sekunden einfriert und 6 Sekunden lang Frostschaden verursacht. Wenn man die Eisschicht durchbricht, so verursacht man zusätzlichen Schaden in Höhe von 151% des Angriffs. Außerdem ist während des Einfrierens die Waffenladegeschwindigkeit des Ziels um 50% verringert. Ihr normaler Attack sind 5 Angriffe, die man hintereinander ausführen kann und bei jedem Schlag etwas mehr Damage machen. Setzt sie einen Angriff in der Luft ein oder aus einem Sprung heraus, so kann sie auch 5 Schläge ausführen, die jeweils etwas mehr Damage machen. Ist Saki in der Luft und hält man gedrückt, so stürzt sie sich auf das Ziel herab und teilt beim Fallen und bei der Landung Schaden aus. Dies benutzt man in CN allerdings eher nicht, da es nicht so effektiv ist wie ein normaler Angriff. Doch nun kommt das Besondere an Saki und das Komplizierte. Wenn man sie mit der Waffenresonanz Angriff, also DPS, Segnung, also Heal, oder Balance spielt, so wird Saki selbst zur DPS-Waffe. Spielt man Saki aber mit einer anderen Standhaftigkeitswaffe, also Tankwaffe, so wird Saki auch zum Tank. Das ändert einiges an ihren Skills und ihrem Spielstil. Die Ult ist allerdings bei beiden Modi dieselbe. Wenn Saki DPS ist, so geht sie in den aufregender Flow-Vortex-Modus. Wenn Saki Tank ist, so geht sie in den stiller Flow-Barriere-Modus. Wir reden zuerst über die DPS-Form und danach über die Tank-Form. Während man in ihrer DPS-Form aufregender Flow den Angriff gedrückt hält, so hechtet sie mit einem wirbelnden Multi-Angriff vorwärts und verursacht dabei 199,5% Angriff plus 11 Schaden. In der DPS-Form sprintet sie mit ihrer Fähigkeit nach vorne und macht Gegner entlang des Weges vorübergehend bewegungsunfähig. Dabei macht sie bis zu 445,3% Damage des Angriffs plus 23 Schaden. Dieser Angriff wird als Damage-Angriff verwendet, eignet sich aber auch sehr gut, um Schilde der Gegner zu brechen. Zudem kann man mit der Fähigkeit gegnerischen Angriffen ausweichen. Wie zum Beispiel, nur so als Vergleich, mit der Ult von Xayah von League of Legends, um hier so einen kleinen Vergleich zu bringen. Das heißt, sie kann komplett dem gegnerischen Angriff ausweichen und bekommt kein Damage, wenn sie ihre Fähigkeit benutzt. Nach dem Ausführen der Fähigkeit hat man sowas wie eine Aura um sich, die sich aufgeregter Flow Schwertschatten nennt und immer bleibt. Dieser aufregende Flow Schwertschatten kann einen Flow auslösen. Das sieht dann aus wie eine kleine Sichel, die umherfliegt. Wenn diese auf einen Gegner trifft, so macht diese Schaden in Höhe von 45% des Frostangriffs und stellt HP in Höhe von 57% des Schadens wieder her. Höher als zu 100% eures Angriffs kann es allerdings nicht werden. Es hielt euch also maximal um so viel, wie ihr Frostangriffe in euren Stats habt. Dieser Flow ist sehr praktisch, wenn ihr euch healen wollt und Lin in eurem Team später habt. So könnt ihr aus der Ferne oder mit Lin eben von oben den Gegner angreifen und euch nebenbei mit dem Flow, also dieser kleinen Sichel, die umherfliegt, healen. Zudem hat aufregender Flow Schwertschatten so etwas wie eine Passive namens Schwertschatten-Voltwelle. In der DPS-Form ist das visuell ein etwas dunklerer Angriff. Also der Swoosh ist etwas dunklerer als die anderen. Also man sieht es, aber man muss schon genau hingucken. Dieser wird ausgelöst, indem man erst die Fähigkeit benutzt, um die Aura zu bekommen und danach einen aufgeladenen Angriff oder Angriff macht. Diese Voltwelle macht dann einen Fernkampfschaden von 175% des Frostangriffs und hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Und nun gibt es noch die Tank-Saki. Hier sind die Skills anders als bei der DPS-Saki. Hält man den normalen Angriff bei Saki in diesem Modus gedrückt, so digitiert sie zum Super Saiyajin und baut einen Block auf, der 20% des maximalen LP blockt
wenn man währenddessen von Gegnern angegriffen wird. Lässt man los, so verursacht man 127,3% des Angriffs plus 7 Schaden. Benutzt man seine Fähigkeit im Tank-Modus, so kann man diese bis zu 3 Sekunden lang aufladen, was Gegner in der Nähe zu einem hinsaugt wie in so einem Vakuum. Zudem kann man bis zu 60% Damage der maximalen LP absorbieren. Das heißt, man bekommt eigentlich 0 Damage, wenn man die Fähigkeit gedrückt hält im Tanksaki-Modus. Am Ende des Aufladens wird ein Frostschaden von 480% des Frostangriffs plus 50% mal absorbierten Schaden am Gegner verursacht. Dabei werden 20% des nicht verbrauchten Werts in LP-Wiederherstellung umgewandelt. Und auch die Tank-Version von Saki hat eine Aura, also einen Schwertschatten. Diese Aura erscheint auch erst nach dem Verwenden der Fähigkeit. Dieser sieht etwas anders aus als in ihrer DPS-Form. Er ist visuell etwas mehr zackig, kann aber auch einen Flow auslösen, indem man erst die Fähigkeit benutzt, um die Aura zu bekommen und danach einen aufgeladenen Angriff oder Angriff macht. Der Flow heißt dann aber Stiller Flow Schwertschatten und stellt ein Schild dar. Mit diesem erhält Saki 10 Sekunden lang 3 Blocks. Die maximale Blockkapazität ist 15% der maximalen LP. Wenn ein Angriff von einem Gegner erfolgreich durch so einen Block geblockt worden ist, so fügt Saki dem Ziel einen Gegenangriffsschaden in Höhe von 225% des Frostangriffs zu. Die Passive von Stiller Flow Schwertschatten in der Tankform heißt auch Schwertschatten Voltwelle, wie bei der DPS-Form und sieht auch genauso aus. Es ist einfach so ein blauer, dunkelblauer Swoosh, der echt schwer zu erkennen ist manchmal. Durch das Gelingen eines Blocks vom stillen Flow, also von diesem kleinen Schild, das man so ein bisschen glitzernd sieht um sich herum, erhöht sich das Zertrümmern von Voltwelle, also dem dunkelblauen Swoosh, um 100% und erhält einen Verspottungseffekt. Wie ihr merkt, ist das alles ein bisschen kompliziert. Falls ich da etwas falsch verstanden habe, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Die Ult von Saki ist in beiden Formen zum Glück gleich und heißt Herzlotus. Wird diese ausgelöst, so wird sie von allen Debuffs befreit und dasht auf den Gegner zu und verursacht dabei einen Schaden von 536% des Angriffs plus 28 Damage. Nun sprechen wir über die Sterne. Saki funktioniert für sich alleine auch sehr gut auf 0 Sterne. Ihr Damage ist gut, ihr Schildzertrümmern ist gut, sie kann sogar healen. Aber ihr 1-Stern ist ein Must-Have. Denn mit dem ersten Stern kann sie ihr eigenes Potenzial nochmal um einiges erhöhen. Doch dabei geht es nicht primär um den Damage von Flow und Gegenangriff, der sie für 25 Sekunden einfach erhöht. Sondern es geht darum, dass sie durch den ersten Stern die Abklingzeit aller Waffenfähigkeiten im Team zurücksetzen kann. Dafür müssen insgesamt 5 Fähigkeiten eingesetzt werden, egal von welcher Waffe. Danach sind alle Fähigkeiten im Team zurückgesetzt. Unten in der Buffleiste seht ihr, wie viele Fähigkeiten ihr bereits eingesetzt habt. Und dies macht einen riesen Impact auf euer ganzes Team. Denn mit Saki S1 kann euer Team seine Fähigkeiten übelst spammen. S1 ist also ein Must-Have, reicht aber auch eigentlich für Saki aus. Wenn ihr etwas investieren wollt, könnt ihr noch auf 3 Sterne gehen. Da erhöht sich der Damage von Schwertschatten Voltwelle auf 350% des Frostangriffs und bei Tanksaki wird vom stillen Flow die Abklingzeit der Schwertschatten Voltwelle von 10 Sekunden auf 5 Sekunden reduziert. Zur Erinnerung, in sehr einfachen Worten, weil es echt kompliziert ist, ihr benutzt zuerst den Skill von Saki. Danach habt ihr diese zackige Aura um sie herum. Wenn ihr dann einen normalen Angriff macht oder einen aufgeladenen Angriff, bekommt ihr dieses glitzernde Schild um euch herum als Tank Saki. Und die Passive davon, von diesem Schild, das man bekommt, ist dieser dunkelblaue Swoosh beim Angreifen, der einmal alle 10 Sekunden möglich ist. Und wenn ihr mit diesem glitzernden Schild einen Angriff von einem Gegner blockt, so kann dieser blaue Swoosh die Schilde von Gegnern besser zertrümmern und erhält einen Verspottungseffekt. Diesen blauen Swoosh kann man alle 10 Sekunden triggern. Mit Saki S3 verringert sich aber die Abklingzeit von diesem dunkelblauen Swoosh auf alle 5 Sekunden. So könnt ihr den Gegner verspotten und zertrümmert Schilde besser. Dies ist natürlich ganz gut für Tank Saki, aber ich persönlich denke nicht, dass dies so mega viel ausmacht, das recht kompliziert ist, dies alles korrekt zu triggern und Saki auch durch das Aufladen ihrer Fähigkeit Gegner ansaugen und verspotten kann. Doch das müsst ihr für euch selbst einschätzen. Wenn ihr Saki wirklich nur fürs Tanken benutzen möchtet und alle Pulls bis Saki S3 investieren wollt, dann verbessert ihr eure Tank-Saki natürlich durch S3. Wollt ihr sie nur DPS benutzen, würde ich euch aber wirklich sehr davon abraten, bis S3 zu pullen. Weil es eben sehr, sehr viele Pulls verbraucht, wenn ihr unlucky seid. Wenn es euch aber ganz egal ist, wie
wie viele Pulls ihr dafür braucht. Wenn ihr Saki einfach S6 möchtet oder S3 möchtet für den Skin und ihr denkt euch rein, da möchte ich euch natürlich nicht davon abhalten. Wenn ihr euch das finanziell leisten könnt, dann macht das natürlich. Aber ich spreche hier von der Position aus, dass man so viel wie nötig investiert und so wenig wie möglich, um das Beste für den besten Preis zu bekommen. Trotzdem macht S3 für die DPS Saki natürlich mehr Damage und ist somit auch ganz gut. Weitere Sterne verbessern den Damage von Saki oder verringern die Abklingzeiten. Das ist natürlich auch alles gut. Auf S5 kann Saki die Zeit etwas anhalten. Das nennt sich dann Trugbild. Dann bildet sich so eine kleine Eiskuppel, in der die Gegner sich kaum bewegen. Dieses Trugbild könnt ihr erschaffen, wenn Voltwelle das Ziel trifft. Also wenn diese Passive vom Flow, also dieser eine dunkle blaue Angriff, dieser Swoosh, das Ziel erwischt. Das ist natürlich auch ganz schön, aber nicht das Wichtigste an Saki. Also wirklich wichtig ist für Saki auf jeden Fall S1. Das reicht dann eigentlich auch. Man kann natürlich immer noch weitergehen, wenn man möchte, mehr Damage machen möchte, mehr Abklingzeiten haben will. Aber S1 ist auf jeden Fall ein Muss. Und so kommen wir schon zu den Teamkombis, denn Saki auf S1 gibt die Möglichkeit, Low Cooldown, High DPS Teams zu bauen. Man kann somit zum Beispiel mit Claudia S1 und Tsubasa S1 spielen. Denn Claudia hat einen Cooldown von 15 Sekunden auf ihrem Skill, Tsubasa hat einen 12 Sekunden Cooldown auf ihrem Skill und Saki hat 30 Sekunden Cooldown auf ihrem Skill, kann aber mit S1 die Cooldowns aller Waffen nach 5 angewandten Fähigkeiten im Team resetten. Claudia S1 sowie Tsubasa S1 geben jeweils ATK-Buffs und Claudia ist auch recht gut im Schild zertrümmern. Dann kann man jeweils 2er Shiro-Matrizen auf Claudia und auf Saki packen und 2er Matrizen Saki-Set auf Tsubasa. Das zukünftige Frost Main DPS Team besteht im Core allerdings aus Saki und Alice. Die sollte man nicht trennen und dann kann man sich noch überlegen, welche dritte Waffe man dazu holen möchte. Entweder S0 oder S1 Freak. S0 ist okay für Freak als Free-to-Play-Spieler. Mit S1 macht sie natürlich mehr Damage und ist somit noch um einiges besser. Aber S0 wäre für Free-to-Plays auch in Ordnung. Mit Saki S1 und Alice S1. Oder man macht das Team aus Lin S3, Saki S1 und Alice S1. Lin braucht auf jeden Fall S3, da dann ihre Blumen den Gegner verfolgen. Das ist also für Lin sehr, sehr wichtig. Oder ihr macht das Team aus Tsubasa S1, Saki S1 und Alice S1. Und wenn ihr noch keine Alice habt, könnt ihr auch S0, S1 Freak nehmen, S1 Saki und S3 Lin spielen. Oder ihr macht Freak S0 S1, Saki S1 und Tsubasa S1. Und nun die Erklärung, warum die Teamkombis miteinander funktionieren. Freak ist mit Saki gut, da sie mit ihrer Fähigkeit auf dem Boden einen Froststurm erzeugt, wodurch ihr mit einer Frostwaffe 25% mehr Frostdamage erhaltet und euer Zertrümmern um 15% erhöht wird. Zusammen mit Saki S1, wodurch der Cooldown der Fähigkeiten zurückgesetzt wird, und Alice S1. Alice ist zwar noch nicht draußen, die gibt es erst auf dem CN, aber bisher ist es so, dass man mit ihrem Skill ein Feld erzeugen kann, welches den Damage von Frostwaffen erhöht. Und Alice kann einen Mini-Klon erschaffen, der auch angreifen kann, zumindest in CN bisher. Zusammen mit dem Holorelikt kann man selbst angreifen und hat dann auch noch 2 kleine Klone, die angreifen können, was sehr viel Zertrümmern und Damage mit sich bringt. Spielt man Lin S3 statt Freak S0 S1, so kann man einiges an Range und AOE sowie Sub-Damage erhalten. Spielt man Tsubasa statt Freak S0 S1, so erhält man einen Damage-Buff durch Tsubasa. Egal welche dritte Waffe man benutzt, Alice S1 und Saki S1 sind auf jeden Fall der unzertrennbare Kern eines Ice-Teams. Später wird es eventuell noch das Relikt Würfel geben, der in CN nur durch den Battle Pass zu erhalten war. Dieser kann zusätzlich noch den Cooldown der Fähigkeiten zurücksetzen. Somit ist das Ice-Team mit Saki und dem Würfel und Alice einfach insane, was Cooldown und DPS sowie Zertrümmern angeht. Für Tank Saki gibt es natürlich auch eine Teamkombi. Von der Waffenresonanz Standhaftigkeit erhöht sich das Schildzertrümmern von Gegnern um 60% und die Aggro um 800%. Zudem erhält man eine Schadenreduktion von 25% und im Teamspiel noch eine weitere Schadenreduktion von 20%. Eine gute Teamkombi dabei wäre Saki S1, Meryl S5 und Frick S1, wobei hier Saki und Meryl der Kern der Teamkombi ist und man dann entscheiden kann, welche dritte Waffe man dazu spielen möchte. Wie ihr bereits von DPS S1 Saki wisst, kann sie den Cooldown der Fähigkeiten resetten und Frick S1 erhöht den Frostschaden, wenn man innerhalb des Froststurms mit Frostangriffen angreift. Meryl S5 erhöht das Zertrümmern nochmal um 50%, während ihr Eisschild von S3 aktiv ist.
Zudem erhöht ihr S1 das Zertrümmern um 15% und stellt 10% Leben wieder her, wenn das Schild des Ziels zertrümmert wird. Daher bietet sich das Team als gutes Schildzertrümmern-Team an. Statt Freak könnt ihr auch zu Basa S1 oder S6 nehmen als Buffer. Braucht ihr allerdings etwas Heal, so könnt ihr als dritte Waffe zu S1 Saki und S5 Meryl auch Zero dazu holen, der auf S1 healen kann und euch auf S5 nicht nur Heal, sondern auch einen Damage Buff geben kann. Statt Zero eignet sich auch Nemesis S1 als Healerin und Sub-DPS. Nun müssen wir noch über Matrizen sprechen. Sakis 2-Asset-Matrizen haben folgenden Effekt. Wenn eine Frostresonanz aktiv ist, dann wird den Gegnern, die 10 Meter in der Nähe stehen, alle 3 Sekunden Frostdamage in Höhe von 65% des Frostangriffs zugefügt, welche das Ziel 3,5 Sekunden lang verlangsamt und beim dritten Stapel für 3 Sekunden lang einfriert, außer Bosse. Ist das Ziel eingefroren, so erhöht sich der Frostschaden am Ziel für 18 Sekunden um 5%. Saki selbst muss die Matrize nicht tragen, um den Effekt auszulösen. Es muss allerdings eine Waffe im Team sein, die Frostresonanz hat, also entweder Freak oder Saki. Wem der drei Waffen ihr die Matrizen dann gebt, ist aber komplett egal. Solange eine Frostresonanz aktiv ist und die Gegner in der Nähe stehen, bekommen sie alle 3 Sekunden von den Matrizen so einen Stich, was eigentlich ziemlich nice für Sub-Damage ist. Das Viererset gewährt eine Blitzeinfrieren-Markierung, nachdem man 10-mal das Ziel angegriffen hat. Dies erhöht den Frostschaden um 11%. Zur Info, Saki S1 zu bekommen, ist wichtiger als die Saki-Matrizen. Da Saki für Schildzertrümmern eingesetzt wird, würde ich 2er Shiro, 2er King auf ihr empfehlen und einer anderen Waffe im Team dann 2er Saki-Matrizen geben. Allerdings keiner Main-DPS-Waffe. Die Main-DPS-Waffe braucht meistens 2er Crow und 2er Samir-Matrizen. 4er Saki-Matrizen auf der Sub-Waffe für mehr Damage gehen auch, ist aber sehr teuer, 2er reicht hier. Bestenfalls packt ihr das 2er Saki-Set auf Tsubasa, wenn ihr sie in eurem Team habt, da sie eher als Supporter und Damage-Buffer dabei ist. Benutzt ihr Frick nicht als Main-DPS, könnt ihr das 2er Set Saki auch auf Frick spielen. Das gleiche gilt für Alice. Wenn ihr sie nicht als Main-DPS spielt, könnt ihr das 2er-Set Saki auch auf Alice spielen. Wenn ihr aber die Alice-Matrizen für Alice habt und Frick als DPS spielt oder Lin in eurem Team ist und ihr Lin-Matrizen für Lin habt, dann könnt ihr die Saki-Matrizen auch auf Saki packen. Ihr könnt euch als kleine Faustregel merken, wollt ihr die Waffe auf Damage spielen, 2er Crow, 2er Samir-Matrizen. Wollt ihr die Waffe auf Schildzertrümmern spielen, 2er Shiro und 2er King-Matrizen. Wollt ihr mit der Waffe heilen und buffen, spielt ihr 4er Coco oder 4er Zero Matrizen auf der Waffe. Es gibt aber Ausnahmen, wie zum Beispiel Lin oder Alice. Da sind die eigenen Matrizen jeweils sehr gut. Daher muss man dann gucken, wie man mit den Matrizen ausweichen kann, je nachdem, was man besitzt und welche Waffe man im Team spielt und was man mit der Waffe machen möchte. Möchte man sie Main-DPSen, möchte man sie Sub-DPSen, möchte man mit ihr Schild zertrümmern und so weiter. Dementsprechend könnt ihr dann selbst entscheiden, welche Matrizen ihr wo verteilt. Ihr müsst aber darauf achten, dass es ein bisschen Sinn ergibt. Daher habt meine kleine Faustregel so ein bisschen im Hinterkopf und denkt an die Ausnahmen. Zum Schluss habe ich noch einen extra Tipp für euch. Und zwar geht es dabei um die Hitbox von Sakis Fähigkeit. Denn ihr könnt doppelt so viel Damage machen mit Sakis Fähigkeit, wenn ihr die Hitbox beachtet. Sakis Fähigkeit ist ja ein sozusagen Dash nach vorne und auf dem Weg nimmt sie alle Gegner mit. Wenn ihr das meiste aus diesem Dash rausholen wollt, müsst ihr genau einen Dash vom Gegner entfernt sein. Das heißt, stellt euch vor, der Gegner steht genau hier. Dann müsst ihr einmal zurückdashen und ihre Fähigkeit benutzen. Und dann macht ihr doppelt so viel Damage. Ich kann es euch leider nicht an diesem Kaktus in Majoria City zeigen, weil ich Saki nicht habe. Damit macht ihr halt einfach viel mehr Damage. Das haben andere schon ausprobiert und die dachten, es wäre ein Bug oder so, aber es geht dabei um die Hitbox, weil sie dadurch die ganze Hitbox ausnutzen kann. Falls ich etwas falsch verstanden oder vergessen habe, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Meine Quellen findet ihr in der Videobeschreibung und guckt gerne mal bei mir auf Twitch vorbei. Dort kann ich all eure Fragen live beantworten.